Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und ihr könnt mich hören, denn wenn ihr jetzt hier seid, seht ihr wahrscheinlich, dass ich hier im Studio von Florentin bin, was ich mir netterweise ausleihen durfte. Vielen Dank, Florentin. Was auch bedeutet, dass ich alleine für die Technik verantwortlich bin und das kann nichts Gutes bedeuten. Hallo, ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Ich hoffe, ihr seid frisch und habt Bock auf ein bisschen Strategie-Action, denn wir gucken jetzt rein in die Open Beta von Men of War 2, dem neuesten Teil einer ja fast schon kultigen Strategie Reihe. Und ja, wir gucken mal, was die Beta zu bieten hat. Die läuft seit gestern. Ihr könnt natürlich auch daran teilnehmen, wenn ihr möchtet. Das Ganze ist völlig offen. Dazu geht ihr einfach auf die Steam-Seite von Men of War 2 und da, wo normalerweise der Kaufen-Button ist, da könnt ihr einfach in der Open Beta teilnehmen. Da müsst ihr euch dann kurz anmelden. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung per E-Mail und dann könnt ihr loslegen und dann könnt ihr bis Montag diese fantastische Beta spielen. Ich habe ein bisschen reingeguckt, ich habe die Tutorials schon gemacht, damit ich nicht komplett unvorbereitet hier reingehe für euch. Aber ich habe noch nicht so viel gesehen, deswegen werden wir mal gucken, was wir heute schaffen. Wir haben eine schöne Stunde Zeit. Und es scheint zumindest so zu sein, dass ihr mich schon mal sehen könnt. Das ist sehr hilfreich, sehr, sehr gut. Und für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Man of War ist, Man of War 2 ist, wie gesagt, der neueste Ableger einer relativ klassischen Echtzeitstrategiereihe, die es mittlerweile gibt. Eine Echtzeitstrategiereihe, die vor allem oder hauptsächlich in der Zweiten Weltkriegsära stattfindet, so auch der neue Teil. Und wir spielen hier sowohl an der Ostfront als auch an der Westfront. Das heißt, es gibt sowohl die Deutschen als auch die Alliierten, als auch die Sowjetunion zu spielen. Und Men of War zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es eine Mischung ist aus Makrostrategie und kleinerer Taktik. Das heißt, man befehligt in der Regel kleinere Einheitenverbände, meistens zwei, drei Trupps Infanterie plus vielleicht noch zwei Fahrzeuge. Und die muss man relativ einzeln und relativ kleinteilig durch die jeweiligen Missionen durchlenken. Und das Gute an dem Spiel ist, dass es sehr darauf achtet, dass alles möglichst historisch akkurat ist. Das heißt, man muss schon genau gucken, wo man mit seiner Panzerabwehrwaffe einen Panzer trifft, damit auch ja, das Projektil die Panzerung durchschlägt und auch wirklich Schaden verursacht. Also es ist eher auf der simulatorischen Art und Weise und eher auf der simulatorischen Seite. Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und da werden wir auf jeden Fall mal reingucken. In der Beta gibt es Folgendes zu spielen für euch. Wir haben einmal die Kampagne, die aus drei Missionen in diesem Fall besteht, die man sich angucken kann. Natürlich ganz viele Tutorial-Missionen, die man spielen kann, was teilweise auch nötig ist, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Man kann PvP spielen in vier verschiedenen Game-Modes und auf sieben verschiedenen Maps. Man kann einen neuen PvE-Modus spielen. Da werden wir gleich mal ein bisschen reingucken. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit einer Kampagnenmission. Und ja, wenn ihr ansonsten Fragen zu dem Spiel habt, haut sie gerne raus. Ich werde immer wieder in den Chat gucken. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt aber mal rein hier. So, da seht ihr auch schon das Menü. Jetzt könnt ihr auch gleich was hören. So. Genau, wie schon gesagt, Man of War 2 Beta läuft aktuell. Und wir werden uns jetzt erstmal die erste der drei Kampagnenmissionen angucken, die es zu spielen gibt. Und zwar die Schlacht von Croissant. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Croissant. Ich hatte zwar Französisch im Unterricht, aber ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Ich glaube schon. Und die Beschreibung lautet folgendes: Wir spielen erstmal die Alliierten, die USA. Und in der Nähe des Dorfes Croissant, Normandie 1944. Das Kommando des 7. Armeekorps der Vereinigten Staaten hat den Kontakt zu den Artillerieschützen der H Company verloren. Logistikspezialisten gehen davon aus, dass die H Company Croissant bereits erreicht hat. Lieutenant Carl Young, Kommandeur der 68. mechanisierten Schwadron, hat den Befehl erhalten, eine Rettungsaktion durchzuführen. Das ist quasi unsere Ausgangssituation. Wir spielen das 68. motorisierte Schützenbataillon. Die können wir uns auch mal angucken, was wir hier für Einheiten zur Verfügung haben. Wir haben einen, das ist, glaube ich, ein Wildcat M4A2 Thunderbolt. Wir haben zwei Sherman, einen M4A3 und nochmal einen M4A3. Wir haben ein Schwadron, beziehungsweise eine Gruppe Ingenieurveteranen, eine Gruppe Maschinenpistoleninfanterie, eine Gruppe Schützen, einen MG-Trupp und einen Bazooka-Grenadier. Damit werden wir uns also jetzt gleich durch die Mission kämpfen müssen. Und was ich schon mal sagen kann, ist, dass Man of War 2 ziemlich tödlich sein kann, gerade für Infanterie. Und da muss man auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass man Deckung gut ausnutzt und so weiter. Aber das gucken wir jetzt alles mal ganz entspannt an. Nicht, Leute? Ich hab Bock. Das wird schön. Ich hoffe, euch geht's gut.
Natürlich, was man natürlich sagen kann, bei jeder Beta ist es natürlich so, dass es hier und da noch ein paar Probleme gibt. Ich habe jetzt in der Vorbereitung nichts Game-Breakiges gesehen. Es gibt so ein paar Textboxen, die noch fehlen, so ein paar bisschen Sprachausgabe ist, glaube ich, noch nicht ganz korrekt. Abstürze oder sowas hatte ich nicht, aber es ist eine Beta, also wenn irgendwas nicht passt, ist das, glaube ich, ganz gut zu entschuldigen. Ja? Denn diese Beta ist natürlich auch da, um so ein bisschen zu testen, ob denn alles gut läuft und ob der Multiplayer-Modus funktioniert und so. Und ja, deswegen kann es natürlich mal hin und wieder zu kleineren Hiccups kommen. Seht mir das bitte nach. Ja. Aber was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Genau, es gibt soweit ich weiß, einen neuen Multiplayer-Modus, und zwar den Frontline-Modus, wo es darum geht, eine Frontlinie immer weiter in Richtung des Gegners zu verschieben und dadurch mehr Punkte zu generieren. Ich denke mal, wir werden jetzt hier für die erste Mission so eine halbe Stunde brauchen, und dann können wir vielleicht auch noch ein Gefecht machen gegen die KI. Das schauen wir dann mal, wie weit wir kommen, ja? Schauen wir mal. So, ich starte es am besten nochmal neu, weil anscheinend hat er jetzt gerade keinen Server gefunden. Zack, nochmal. Schlacht von Cousin. So, Server wird geladen. Genau. Und was ich auch schon gesehen hatte, man kann sich später wohl auch seine eigenen Kampfgruppen zusammenbauen. Also gerade wenn man Multiplayer spielen möchte, ist es quasi so, dass man aus vorgefertigten Kampfgruppen wählen kann. Man kann also eine Panzerkompanie wählen oder eine Infanteriekompanie. Und man kann dann einzelne Einheiten aus dieser Kompanie wiederum austauschen, um seinen eigenen Spielstil so ein bisschen anzupassen. Und was auch nicht so richtig hilft, ist einfach Panzer nach vorne zu schicken, weil die haben eine ziemlich enge Sichtlinie und man sollte die immer mit Infanterie beschützen. Deswegen ist es im Multiplayer auch wichtig, dass man eben nicht nur Panzerkompanien spielt, sondern zum Beispiel auch Infanterieunterstützung dabei hat, um Panzerabwehrwaffen zu zerstören und solche Geschichten. Also das scheint schon mal ein sehr gutes so Schere-Stein-Papier-System zu haben, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und man kann nicht einfach nur mit den schwersten Panzern nach vorne rollen und hoffen, dass alles funktioniert, sondern man muss auch schön ein bisschen unterstützen dabei. Nicht der Kampf um Croissant. Croissant. Leute, Croissant. Das ist ein großer Unterschied. Wir machen sonst einfach mal folgendermaßen. Es kann auch sein, dass gerade ein Patch rausgekommen ist für diesen Playtest. Deswegen werde ich einmal ganz kurz das Spiel neu starten. Weil ich habe das schon vor einer Stunde oder so gestartet. Und es kann sein, dass die zwischendurch mal wieder ein paar Sachen patchen. Deswegen starte ich das Spiel einfach mal kurz neu und dann gucken wir mal. So. Nee, Croissant steht jetzt. Okay, gut. Von mir aus. So. Dann gucke ich mal, ob es jetzt funktioniert. Schlacht von Croissant. So, es wird geladen. Ansonsten geben wir ihm einfach mal ein paar Sekunden. Vielleicht wollen jetzt auch gerade ganz viele Leute spielen. Das kann natürlich sein. Ich habe gestern ein bisschen gespielt. Da lief alles hervorragend, wird verbunden. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja, jetzt geht's. Siehste, einfach mal neu starten hilft auch mal. Ne? So einfach ist es. Das haben wir schon gelesen, oder? Ja, das haben wir schon gelesen. Dankeschön, Non-Barry Balloon. Ein Herz von mir für dich. Genau, und Multiplayer kann man auf jeden Fall auch schon spielen. Also wenn ihr lieber euch gegenseitig die Köpfe einschlagen und schießen wollt, dann geht das auch. Ich muss sagen, dafür bin ich, glaube ich, noch nicht gut genug in dem Spiel, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr kleinteilige Spielelemente, die man alle meistern kann, um das Spiel wirklich gut zu beherrschen. Das ist im Multiplayer natürlich immer notwendig. Deswegen spiele ich immer ganz gerne erstmal so ein bisschen gegen Bots und erstmal die Kampagnen durch, um wirklich die kleinen, feinen Spielmechaniken zu lernen und dann mich in den Multiplayer einzuwagen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht direkt heute anfange, in der Beta schon Multiplayer zu spielen. Da werde ich nur auf den Sack kriegen und ich glaube, dann bin ich nur salty. Das wollen wir heute nicht. Wir wollen heute Spaß haben.
Genau, wir werden uns die süßen Backwaren erobern. Ansonsten geht's euch gut, liebe Leute. Seid ihr fröhlich drauf? Freut ihr euch aufs Wochenende? Genau, und hiernach kommt, wenn ihr das hier live seht, Du bist Bit Bloodborne. Da werde ich euch dann in ganz entspannte und hoffentlich erfolgreiche Würfelhände übergeben. Wird da gewürfelt? Ich bin mir nicht sicher. Sorgin, das gibt's in dem Studio nicht. Ah! Habe ich andere Sachen gesehen. Genau, um 20.30 Uhr geht's los mit Du bist. Und vorher baller ich mit euch hier so ein bisschen durch Manowar 2. So. Out of the Fritz's clutches. This is a rescue mission. Look at the whippersnapper bossing people around when he's barely smelled a Bosch in his life. Sergeant Howard, do not disrespect your superiors. Sir, yes, sir. But you don't forget who you are either, Lieutenant. Me and the other combat engineers are not here to change a rookie lieutenant's diapers. Didn't HQ send us a proper officer? Hauptsache erstmal Maki-Gespräche austauschen, erstmal meckern. Sergeant, I'm here, and that means you're going to follow my orders. Kannst du ein bisschen lauter machen, ne? Aber gleich, wenn die Geschütze abgeschossen werden, wird's laut, das kann ich euch sagen. Ich habe ein bisschen lauter gemacht für euch. Aber wie gesagt, sobald es in den Kampf geht, wird's ein bisschen lauter. So. Missionsziel. Erreichen Sie das Dorf Croissant. Das kriegen wir doch hin. Überprüfen Sie Straßensperre auf Landminen. Erstmal gucken wir auf der linken Seite, was wir denn hier haben. Wir haben einen Grenadier mit einer Bazooka. Alles klar. Also einmal Anti-Tank haben wir hier. Dann haben wir einen Ingenieur-Veteranentrupp. Ihr könnt immer sowohl den gesamten Trupp befehligen, also in diesem Fall hier diese drei Personen, aber auch einzelne Personen aus dem Trupp herumschicken. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel nur eine Granate werfen möchte oder eine spezielle Aktion durchführen möchte. Dann ist es manchmal ganz hilfreich, nur einzelne Leute aus dem Trupp zu befehligen. Wir haben eine Person mit einer Maschinenpistole. Wir haben hier unseren Schützentrupp, also vier Trupps mit halbautomatischen Gewehren, dem M1. Und wir haben 3 MG-Ladeschützen. Haben die auch eine MG dabei? Ja, die haben eine Bar dabei. Dann, was haben wir jetzt erstes machen? Wir prüfen die Straßensperren auf Landminen. Das ist da hinten. Das heißt, wir nehmen unsere Ingenieure, schicken die mal dahin. Und dann werden wir mal schauen, ob wir ein paar Minen finden. Genau, man kann bei den jeweiligen Einheiten noch in die Ego-Perspektive gehen. Gerade bei Panzern macht das auch teilweise wirklich Sinn, um gezielter auf die jeweiligen Teile des gegnerischen Panzers zu zielen. Und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch noch hier Sandsäcke und sowas zu bauen. Aber jetzt wollen wir erstmal keinen Schützengraben ausheben, sondern wir wollen Minen suchen. Lass mich mal ganz kurz gucken, wo das nochmal ging. Schützengraben ausheben, Schützengraben aufheben. Gab's nicht? Wer war denn das? Hier ist blöd. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Lass mich einmal ganz kurz überlegen. Yes, sir. Wo denn die Kollegen waren, die nach Minen suchen konnten? Dynamit werfen, Messer werfen, angreifen, Nahkampf. Ah, hier drüben war es, Entschuldigung. Nee, ja doch, in Minen. So. A crap ton of landmines. Rechte Seite. That mess is gonna take at least a couple of hours to clean up. Damn it, that was the shortest path. If we
keep messing around in here, the Krauts are gonna turn our guys in the village into bratwursts. Do that! We'll do that! You're right, Sergeant. So we should waste no time and go through the Bocage. The infantry first, and the tanks right behind them. Let's go through the Bocage. Okay. Das bedeutet, wir sollen jetzt, brechen Sie über die Bocage nach Croissant durch, also einmal nach rechts auf der Map. Unsere Ingenieure haben auch Maschinenpistolen, aber ich glaube, wir gucken mal, wie wir hier am besten nach vorne kommen. Also wir haben hier einige sehr offene Felder, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da schnell rüberkomme. Wir werden uns erstmal hier so ein bisschen in dem Bereich so ein bisschen verstecken und beginnen mal mit unserem MG, was wir erstmal aufstellen. Und zwar werden wir uns hier so ein bisschen im Wald verschanzen. So ist ganz gut. Das sind nur drei Leute. Dann kommen als nächstes hinterher unsere normalen Schützen. Entschuldigung, wer fährt hier schon rum? Leute? Könnt ihr bitte aufhören, hier schon durchzufahren? Das war zu erwarten. Deswegen niemals einfach so mit Panzer nach vorne fahren, ohne Infanterieunterstützung. Das lernt man doch schon in der Panzerschule im ersten Lehrtag oder etwa nicht. Meine Güte. So. Unsere Schützen gehen mal hier so hinter den Panzer in Deckung. Aktuell sehen wir aber gerade noch nichts. Unsere Ingenieure gehen mal nach vorne, bitte. Ich glaube, mit unseren Ingenieuren können wir schon ein bisschen nach vorne rennen. Hier habe ich mal einen rein, dankeschön. Und dann fehlen noch die beiden Kollegen hier, die irgendwie einzeln herumlaufen. Die kommen später nach. So, wo steht... Da steht die Geschützstellung. Kann ich hier rüber? Sieht nicht so aus. Okay, kann ich hier unten lang? Sieht nicht so aus. Okay, das heißt, ich muss hier oben lang. Das heißt, wir nehmen mal unsere Schützen, die auch mal gleich mit nach vorne rennen dürfen, bitte. Aktuell sieht es ja noch ganz gut aus hier mit Feindkontakt. Und unser MG-Trupp gibt erstmal weiter Deckung. Generell ist es auch so, dass die Reichweiten von den einzelnen Waffengattungen auf jeden Fall auch relativ weit sind. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht dem Feind einfach mitten ins Feuer läuft. Ich habe hier gerade was gespottet. Hier ist noch irgendwo... Also hier ist das Ding, aber ich sehe hier auf der Karte noch einen roten Pip. Also irgendwo, hier sitzt noch jemand. Ein Schütze steht da noch herum, den schnappen wir uns gleich mal. Zerschlagen Sie den Hinterhalt in der Bocage. Okay, alles klar, das machen wir gleich. Ihr braucht nicht mehr entminen, liebe Leute. Das ist alles cool. MG-Schützen, kommen wir bitte nach vorne und versuchen hier einmal Deckung zu geben. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Wir haben, glaube ich, auch irgendwo Rauchgranaten. Da haben wir Rauchgranaten, nehmen wir gleich Rauchgranaten. Es gibt noch keinen offiziellen Release-Termin für das Spiel. Das hängt wahrscheinlich auch ganz stark von der Performance der Beta ab. Aber es fühlt sich schon sehr rund an. Und wahrscheinlich kann es nicht mehr so lange dauern. So. Unser MG-Trupp steht hier ein bisschen offen, aber das ist kein Problem. Den lassen wir uns einfach hinlegen. Dann schnappen wir uns hier unsere Ingenieure und werden erstmal hier ein bisschen Rauch reinwerfen. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und dann lassen wir unsere Schützen mal durchlaufen durch den Rauch und hoffentlich die Stellung einfach direkt umnieten. Jetzt werden wir hier beschossen von irgendwas. Da ist ein MG, das ist nicht so schön. Aber ich glaube, durch den Rauch können wir ganz gut durch. Lauf bitte weiter, 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 weiter. Au, was war das denn? Okay, ich glaube, ich hatte Granate oder so erwischt. Das war nicht so schön. Okay, MPs, durchlaufen bitte. Lauf, 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 lauf.
Das Ding muss weg. Sobald die Panzerabwehrkanone weg ist, sollten wir uns eigentlich um den Rest easy kümmern können. So, Granaten rein. Entdeckung. So, Panzerabwehrkanone ist weg. Sehr gut, unsere Panzer rücken direkt vor. Ich habe jetzt natürlich direkt meinen Dingenstrupp verloren. Direkt meinen Schützentrupp. Naja, egal. Muss auch so gehen. Ich hole die anderen beiden Kollegen hier nach vorne. Aber jetzt kommen die, rollen die Panzer nach vorne, nachdem die Panzerabwehrkanone hier erledigt ist. Gute Arbeit von meinen Pionieren. Ich hoffe, die schnappen sich jetzt hier mal den MG-Schützen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Die rücken mal vor, mein MG-Trupp. Die beiden kommen auch mal noch ein bisschen nach vorne. So, wir sollen weiter nach Osten vorrücken. Das machen wir natürlich gerne. Ich habe leider in der Kampagne auch keine Möglichkeit, neue Leute zu rekrutieren sozusagen. Das heißt, ich muss jetzt mit dem klarkommen, was ich habe. Und dann ein bisschen aufpassen. Ihr braucht jetzt nicht mehr Leute. So. Komm bitte mit, MG-Trupp. Genau, was auch recht wichtig ist, einfach zu scouten. Zumindest wurde mir das im Tutorial so beigebracht. Weg. Weil, wie schon gesagt, die Panzer haben ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Das heißt, die können nicht einfach so nach vorne fahren und direkt alles sehen. Deswegen braucht es Infanterie, die so ein bisschen vorrückt und feindliche Stellung aufdeckt, wie hier jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Hier haben wir nämlich schon wieder eine Panzerabwehrstellung, wenn ich das richtig sehe. Da kommt ein Fahrzeug angefahren, aber das ist eigentlich kein Problem für unsere Kollegen. Was haben wir hier? Da haben wir Panzerfaustschützen. Ich glaube, mein Spiel hat sich gerade aufgehängt, oder? Wir warten mal kurz. Hallo? Nun, dann starten wir mal ganz kurz neu. Wir sollten gleich ein Autosave eigentlich haben. Das ist ja kein Problem. Wie schon gesagt, liebe Leute, das Ganze ist noch eine Beta. Dementsprechend sind solche kleinen technischen Hiccups natürlich halb so wild. Genau, ist halt eine Beta. Ist halt eine Beta. So, wir starten neu und ich glaube, ich hatte gerade ein Autosave irgendwo. Gucken gleich mal. Internet ist da, keine Sorge. Internet ist da. Aber vielleicht kann ich dann meinen Schützentrupp retten. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, die brauche ich noch. So, wir laden einmal neu. Ich hätte sogar automatisch geladen. Gucken, was passiert. Genau, und das Schöne an dieser Beta ist, dass man relativ einfach reinkommt. Also, ich habe keine Wartezeiten oder sowas gehabt, wie bei anderen Betas. Genau, wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt, als gerade im Chat gefragt wird, einfach auf die Steam-Seite gehen und da, wo normalerweise der Kaufbutton von dem Spiel ist, könnt ihr euch dafür anmelden. Und ihr bekommt dann eine E-Mail, wo dann nochmal bestätigt wird, hey, sie sind freigeschaltet und dann könnt ihr das Spiel runterladen und spielen. So einfach ist es. Ja, das ist nur gecheatet. So, ich bin mal gespannt, was er jetzt lädt. Ich denke mal auch, bis zum Release werden die noch einiges optimieren. Was auch so Ladezeiten und sowas angeht. Ich denke mal, das sollte alles bis zum Release fertig werden. Wie gesagt, ansonsten ist es eigentlich alles schon sehr, sehr vollständig. Es gibt hier und da noch so ein paar Texte, die fehlen. Das hat man, glaube ich, vorhin gesehen, als gespeichert wurde. Dass hier und da noch so ein paar Textfelder fehlen, aber nichts Wildes, nichts Wildes.
So, da sind wir wieder. Jetzt ist nur die Frage, wo hat er gespeichert? Ah, ist direkt hier. Ist auch perfekt. Ja, okay, alles gut. Das ist auch easy. Dann haben wir das doch direkt hier wieder. Dann gehe ich jetzt hier einmal mit meinen MP-Schützen rein. Und mit meinem MG-Trop. Na, meinen Kollegen kommen auch mal mit. So, die Pack ist weg. Sehr gut. Das heißt, meine Panzer können weiter vorrücken. Machen sie hoffentlich auch gleich. So. Maschinenpistolen kommen mal hier rein. Gucken wir, ob wir noch irgendwas sehen, was hier noch, was noch im Weg steht. Sieht nicht so aus. Das scout noch ein bisschen vor. MG-Trupp kommt auch hier mal in die Deckung. Unsere Panzer scheinen noch darauf zu warten, dass wir ihnen den Weg frei machen. Dann machen wir das gleich mal. Oh, hier ist ein feindlicher, was ist das? Ein feindlicher Marder. Den müssen wir uns gleich mal schnappen. Dafür brauche ich meinen Bazooka-Trupp. Wo sind die beiden denn? Hier sind sie. Komm mal mit, bitte. Ich glaube, der hat mich noch nicht gesehen. Ne, gesehen hat mich, glaube ich, noch nicht. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass die, der Durchschlag der Panzerung wird quasi realistisch berechnet. Wenn ich jetzt hier mit meinem Raketenwerfer ankomme, seht ihr hier, dass die Anzeige hier grün ist. Es kann auch sein, dass sie gelb oder rot ist. Das bedeutet, ich kann mit meinem Geschoss den Panzer nicht durchschlagen. Dadurch, dass ich aber eine relativ gute Antipanzerwaffe habe mit der Bazooka und das ein relativ leichter Panzer ist, ist es gar kein Problem, kann ich den ohne weiteres durchschlagen mit meiner Panzerfaust. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich was, mit meinem Raketenwerfer, wenn ich irgendwie was Kleineres hätte, wie eine Panzerbüchse oder so, dann kann es auch sein, dass die Schüsse einfach an dem abprallen. Und wir können auch versuchen, jetzt einzelne Teile dieses Panzers anzuvisieren. Wir versuchen mal, die Kanone anzuvisieren. Und gucken mal, ob wir vielleicht die Munition explodieren lassen können. Hauptwaffe ist zerstört, das ist schon mal gut, aber das MG schießt jetzt weiter zurück. Ein Stück zurück. So, die versuchen jetzt hier zu reparieren, aber das wird auf ihn nicht gehen. So, da haben wir ihn erledigt. So einfach. Genau, und wenn sich Panzer reparieren wollen, müssen die Besatzungsmitglieder einfach aussteigen, um die Panzer zu reparieren. Dann kann es auch sein, dass dass die Crew dann einfach erschossen wird, ne? Und dann hat man auch nicht viel gewonnen. Ich überlege gerade, kann ich diesen Marder übernehmen, oder? Will ich einen Marder haben? Ich glaube, ich will einen Marder haben, Leute. Die Bazooka ist zwar cool, aber ein Marder ist auch geil. Ich gucke mal, ob ich mit den beiden Leuten den Marder besetzen kann, ob das reicht. Wenn nicht, dann gehe ich jetzt Fuß weiter. So, unsere Panzer rücken vor, das ist sehr gut. Mein MG-Trupp und mein MP-Trupp können auch vorrücken. Hier unten sind noch Gegner. Aber die stehen da einfach nur rum. Okay, die können wir ignorieren. Hat das jetzt, geht das? Okay, ich habe einen Marder, aber das Hauptgeschütz ist kaputt. Gucken wir mal, ob wir es reparieren können. Unten sieht man den Status. Er hat nicht mehr viele Lebenspunkte, der Marder. Wisst ihr was? Den lassen wir mal lieber stehen, hä? Nee, komm, lass mal. Hör auf zu reparieren. Okay, versuche ich erstmal weiter zu reparieren. Aber ich glaube, den lassen wir mal lieber stehen. Den Marder. Währenddessen können wir nach hier oben langsam vorrücken. Wo müssen wir hin? Hier ist Croissant. Okay, wir müssen nach Norden. Hat das funktioniert? So, aussteigen bitte. Jetzt hat der Typ seine Bazooka verloren. Okay, dann bleibt er da drin. Besser als komplett ohne Waffe. So. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich gut schießen können, weil er alleine ist, aber das ist kein Problem. Warum hast du hier noch den Minenmodus an, Kollege? Nehmen die mal zusammen. Ich komme ja schon. Bin unterwegs. Die Panzer rücken hier schon heftig vor, aber scheinen das auch gut ohne mich lösen zu können. Ich bin gespannt, ob der Marder jetzt überhaupt noch schießen kann, wenn da eine Person drin sitzt. Naja, wir werden es gleich erfahren. So, wir sind auch gleich in Croissant. Ja, repariert ist es. Also man kann immer einzelne Teile der
der Panzer reparieren. Also wenn beispielsweise, was ist hier jetzt? Rechnen Sie es auf Croissant. Wenn beispielsweise Panzer eine kaputte Kette haben und nicht weiterfahren können, dann kann man die Einzelteile reparieren. Was man aber nicht machen kann, ist im Feld einfach so Lebenspunkte regenerieren. Das geht nicht. Deswegen sind wir jetzt hier noch mit 22 Lebenspunkten mit dem Marder ein bisschen angeschlagen. Aber er fährt zumindest und ich glaube, er kann auch schießen, theoretisch. Die Einheiten haben... Das ist eine sehr gute Frage. Also sie haben jeweils Dinge, die sie dabei haben. Ich weiß aber nicht, ob man die Inventare einzeln ändern kann. Da bin ich mir gar nicht sicher. So, da sind wir in Croissant. Ich habe noch nie gehört, dass Deutsche Boschs genannt werden. Das finde ich spannend. Das muss ich mal recherchieren. Die Panzer steuern sich selbst, ja, aber man kann sie auch quasi in der Ego-Perspektive steuern, wenn man möchte. Bishop, we'll talk later. Right now, I've got to get your asses out of here. We retreat across the river as soon as the Fritzes ease up the pressure. Ah, okay. Nobody tried to be a hero. Had enough of that shit today. Danke für die Aufklärung, ihr Leute. Habe ich nicht gehört. So. Wir sind angekommen mit unseren Oh, jetzt haben wir auch die... jetzt haben wir ganz viele Leute hier. Schön. Halten Sie die Stellung in Croissant. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein MG. Das bleibt da mal stehen. Wir haben hier eine Artillerie. Wir haben hier... Was seid ihr für ein Trupp? Artilleristen. Die können mal hier stehen bleiben und ein bisschen in Deckung gehen. Ich nehme an, dass die Gegner von hier und von links kommen. Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall schauen, dass wir hier ein bisschen verteidigen. Hier haben wir eine Panzerabwehrkanone. Das heißt, hier sind wir eigentlich ganz gut gesichert. Aber wir stellen trotzdem hier nochmal einen Panzer hin, der ein bisschen mithalten kann zur Not. Der Panzer kommt mal hier hin. Der kommt mit hier rüber. Wir wissen zum Beispiel hier so. Und dann haben wir noch unsere Infanterie. Da haben wir zum Beispiel noch einmal unsere MG-Schützen. Die kommen mal hier rein. Wo ist eigentlich mein Marder? Da steht mein Marder. Okay, du bleibst da stehen, Kollege, ja? Du drehst dich mal nach oben und bleibst da stehen, bitte. Und wir haben noch unsere Ingenieure. Die können auch mal hier mitbleiben zur Sicherheit. Wobei, die können... Die kommen mal hier in die Mitte. Und dann schauen wir mal, was hier kommt. So, okay, von links und von rechts kommen sie. Ja, fantastisch. Die kriegen wir, glaube ich, ganz gut weg. Hier haben wir MGs und Panzer. MG schießt, Panzer schießt auch. Der Panzer schießt auch. Okay, alles gut. Sieht ordentlich aus. Hier kommen aber auch Fahrzeuge. Was haben wir hier? Mittlerer Panzer, nicht so gut. Da können wir mal unseren Marder hindrehen. Warner durchbrochen, sehr gut. Schieß, schieß, schieß. Komm schon. Hier seht ihr jetzt, kann ich echt pausieren? Okay. Hier sieht man tatsächlich, ich kann jetzt nur Teile des Panzers anvisieren. Hier die Seitenschürzen zum Beispiel. Nee, den Turm. Da würde ich jetzt mit meinem Marder gar nicht durchkommen, was die, was den Schuss angeht. Aber durch den Rest schon. Das hat also wunderbar geklappt. Was haben wir hier oben noch? Von Norden kommt jetzt noch was. Ansonsten ist hier noch ein bisschen Infanterie. Das ist aber nicht so schlimm. Ich bräuchte eigentlich die Kollegen mal hier ein bisschen weiter vorne. Ich habe ein bisschen Angst um meinen Marder. Die sollen den mal lieber ein bisschen unterstützen hier. Könnte ich mal hier hinstellen. So. Was ist denn hier oben? Was ist das hier? Gepanzerter Truppentransporter. Okay, der wird von der Artillerie gerade beschossen, die ich habe. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem, Leute. Ich sag's euch. So, die Panzerabwehrkanone kann bitte wieder nach da gucken. Das wäre ganz fantastisch.
Panzer stehen. Wir sollten weiter die Stellung halten. Okay, dann halten wir weiter die Stellung. Ah, hier kommen die nächsten. Was haben wir hier? Ein Panzer 3. Da sollte mein Sherman aber eigentlich gut mit umgehen können. Ja, gar kein Problem. Schön die Seite. Treffer versenkt. Dann das gleiche von rechts. Da ist der Marder. Der Marder macht richtig gute Arbeit. Ich bin begeistert. Schießen auf den Turm. Ah, sehr schön. Direkt Munitionsexplosion. Fantastisch. Was haben wir hier? Panzer 3. Den kriegen wir auch easy weg. Sherman, bitte. Hauptwaffe beschädigt. Sehr gut. Auf den Turm. Komm schon. Die Idee, bitte? Tiger? Scheiße, okay, jetzt kommen wir gleich mit dem Tiger, das will ich nicht. Wie viel hält der? Okay, jetzt ist er tot. Okay, sehr gut. Ich dachte gerade schon, der lebt immer noch, aber es ist nur noch in der, der Fahrer war es, glaube ich, noch. Ich stelle mal mein MG ein bisschen nach vorne. Das hat irgendwie nicht so richtig eine gute Schussbahn gerade. So. Meine Panzer sehen ganz gut aus gerade. Ich kann. Das sieht. Ja, alles heile. Also der Sherman hat ein bisschen was abgekriegt, das kann ich aber im Feld nicht reparieren. Deswegen bleibt der einfach so. So, hier oben haben wir jetzt einen, das macht hier der Wolverine jetzt. Schon. Währenddessen schießt die Artillerie weiter mit drauf, was triffst du eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken, wie ging nochmal der Schussmodus. Ah, hier kann ich die Schussart wechseln. Ich weiß nicht mehr genau, wie man in die Ego-Perspektive wechselt. Jetzt hätte ich das einmal gemacht. Hier steht. Ja, mein Marder! Sie haben meinen Marder getötet, ihr Schweine! Komm ich da durch? Schieß bitte. Schieß bitte. Hauptwaffe zerstört. Okay, das ist schon mal hilfreich. Hauptwaffe zerstören ist mal gut. Der Trupp, der. Hat gerade gar keinen Bock. Der kann ein bisschen hingehen. Geht um das Haus rein, bitte. Komm schon. So, zerstört. Fantastisch. Meine Güte. Ein Hackmeck hier. Was ist hier noch? Okay, das ist nur der eine Typ. Der wird aber schon. Mein MG ist auch tot. Och, Mann, oh. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass hier gleich der Tiger um die Ecke kommt. Aber ich kann nichts drauf. Mal nach vorne fahren, bitte, um den Panzer da oben abzuwehren. Was ist das hier? Stuck? Ja, Stuck 3. Ist so ein Halbkettenfahrzeug, das muss auch weg. Alles weg. Weg, weg. Komm schon. So, der ist weg. Die Stuck da hinten steht noch, aber hier habe ich gerade keine gute Sichtlinie. Das ist schade. Die Infanterie, die hier kommt, sollte eigentlich kein Problem sein. Ist die schon wieder aufgehängt? Wir warten mal kurz, ob es sich wieder fängt. Es ist eine Beta, Leute. Es ist eine Beta. Wir starten das Spiel nochmal neu. Immerhin lädt er dann direkt den Spielstand wieder. Von daher ist es halb so wild hier alles. Oder es ist Sabotage der Deutschen. Das kann natürlich auch sein. Oder ist vielleicht Florentin hier irgendwo, der hier immer so heimlich einen Stecker rauszieht, wenn er reinsteckt? Um mich zu sabotieren? Florentin? Ich glaube, Florentin ist nicht hier. Dann habe ich nichts gesagt. Sorry, Florentin. Florentins Rechner schafft er nicht mehr als Magic und WoW. Das kann natürlich auch sein. Das könnte ich auch noch sein.
Nee, die LAN gestern, da haben wir ja woanders gespielt. Der ist davon nicht belastet. Ich weiß ja nicht, was Flonti mit dem Rechner hier macht die ganze Zeit. Hier liegt doch einfach ein... Ich weiß nicht warum, aber hier liegt einfach ein... Irgendwas... Es aussieht wie eine Curry... Also, wie ein Bild von einer Currywurst herum. Weiß nicht warum. Naja. Wer weiß, was Florentin hier so treibt. Tini mal viel in Paint. Ja, vielleicht liegt's auch daran. Ich kann Licht anmachen, ja. Warte kurz. Ah! Ah, so. Besser? Ich muss erst den Schalter finden, tut mir leid. Bin ich so oft hier. Und vor allem ist hier bei, ich weiß nicht genau warum, aber Florentin hat hier einfach eine riesige Delle im Tisch. Sieht so aus, als hätte er hier einfach mal richtig reingeschlagen aus Wut. Und hier ist voll der Riss drin. Naja. Oh, wir sind wieder da. Okay, wo waren wir? Was ist hier passiert? Wir sollen uns zurückziehen. Okay, wir ziehen uns zurück. Okay. Leute, raus hier bitte. Und jetzt bitte ganz schnell weg. Ich glaube, hier ist gerade Artillerie oder sowas reingefallen. Kollegen. Du bitte auch. Rückzug. Lauf doch bitte! Dieser Ladepunkt war ein bisschen unfortunate, aber wird schon. Lauft. Ich sag mal so, ich glaube, wir wurden überrannt, während ich geladen habe. Flieht, ihr Narren! Ja. Schön durchs Wasser, da können uns die Panzer nicht folgen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube nicht. Wir können hier noch einen MG42 mitnehmen, aber ich glaube, es behindert uns nur bei der Flucht. Deswegen renne ich einfach weiter. Okay? Wir haben hier nämlich zwei Leute, die noch eine Panzerbesatzung, die nur Pistolen haben. Und drei Leute mit drei Artillerieschützen. Also ich weiß nicht, ob das die ideale Besetzung für einen Rückzug ist. Aber wird schon. Ihr kriegt das schon hin, Jungs. Ich glaub an euch. Wir haben den Rückweg doch quasi schon freigemacht für euch. Hier kann doch eigentlich nichts mehr sein. Es kann auch sein, dass das Spiel einfach ohne mich weiterging. Das kann auch sein. Oh, hier sind Gegner. Verdammt. Okay, es ist nur eine Panzerabwehrkanone. Die kriegen wir weg. Und ein MG. Und ein Panzer. Okay, ich glaube, ich habe verloren. Ich habe es geschafft. Habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Bisschen fehlgeschlagen. Ah, verdammt! Nach einer fehlgeschlagenen Rettungsaktion wurde die Company H, die Company von Lieutenant Young, vollständig ausgeschaltet. Oberst von Salz, der Schlechter, erledigte sie wie geplant noch rechtzeitig vor dem Abendessen. Später war es auch von Salz' Gruppe zu verdanken, dass es den deutschen Streitkräften gelang, aus dem Kessel von Falaise zu entkommen und sich angeordnet zum neuen Verteidigungsdienst zurückzuziehen. Dies hatte weitreichende Folgen für die Zukunft, dadurch der Vormarsch alliierter Armeen verzögert wurde, sodass Paris erst Anfang November eingenommen wurde. Okay. Ich glaube, ich habe verloren, Leute. Sorry. Ich glaube, ich habe verkackt. So.
Aber ich habe 18 Einheiten, 134 Einheiten getötet und nur 47 verloren. Also, just saying. Just saying. So. Oh, egal, wie schlecht du bist, Oberst von Salz war schlechter. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einmal noch kurz in den... ich zeige euch noch ein bisschen den Frontline-Spielmodus. Wir haben jetzt noch... 14 Minuten haben wir noch. Dann können wir zumindest mal reingucken. Wir werden kein ganzes Match schaffen, aber ich kann euch zumindest mal ein bisschen was zeigen. Und zwar spielen wir mal PvE-Spielmodus Front. Wir nehmen mal Flugzeug, das ist okay. Schwierigkeit normal. Umgebung machen wir mal Tag, bitte nicht nachts. Nachts ist nicht so gut. Exakte Realität. Team A machen wir mal Deutschland. Team B machen wir mal USA. Und speichern wollen wir natürlich. Und ich spiele mal Füllen mit AI. Ich spiele mal die Deutschen und ich spiele mal ein Panzerregiment. Und wir gucken mal, wie gut das läuft. So, ich muss hier auswählen. Habe ich das? Achso, nee. Jetzt habe ich sie ausgewählt. So, mein Fehler. Let's go! Ich weiß nicht, ob es einen Editor gibt, ehrlich gesagt. Müsste mal gucken. Bin ich mir nicht sicher. Genau, verloren, aber Hauptsache Kill Death Ratio steht. So muss es sein. Genau, wenn ihr... vielen Dank fürs Verlinken, Edi. Wenn ihr Bock habt auf die Beta, die läuft noch bis Montag. Das ist der... 15. glaube ich. Bis dahin könnt ihr noch reingucken über Steam. Könnt ihr euch einfach anmelden und dann könnt ihr... selbst einfach mal Hand anlegen in das Spiel und selbst ausprobieren, wie sich das Ganze denn so spielt. Und wir gucken auf jeden Fall mal, ob wir da noch ein bisschen was zu machen, sobald es draußen ist. Ich hätte auf jeden Fall Interesse an ein bisschen Multiplayer-Action, muss ich sagen. Gucken wir dann einfach mal, ja? Gucken wir einfach mal. Wie es dann aussieht. Vielen Dank für die Verlinkung. The 501st Legion. Danke, danke, danke. Wenn ihr das als YouTube-Video guckt, dann packen wir den Link auch nochmal in die Beschreibung. Ja? Dann findet ihr da ohne weiteres hin. Es gibt noch kein Release-Datum für das Spiel. Wahrscheinlich hängt es so ein bisschen davon ab, wie die Beta jetzt läuft. Und was man noch anfassen muss, sozusagen, bis das Spiel fertig ist. So. Im Multiplayer ist es so, wir haben hier 15 Punkte, die wir ausgeben können. Und am Anfang hat man quasi nur die Möglichkeiten, Einheiten des Typs der ersten Staffel zu holen. Das sind bei mir jetzt Schützen und Panzer. Unser Ziel ist es, eine Frontlinie, die gleich erscheinen wird, nach vorne zu treiben. Und dazu braucht man Infanterie, denn nur Infanterie kann wirklich diese Frontlinie nach vorne treiben. Panzer sind dazu nicht wirklich in der Lage. Deswegen sollte man immer schauen, dass man eine gute Komposition findet aus Panzer und Schützen. Und wir holen uns jetzt hier mal einen Panzer 3, Ausführung F, und eine Gruppe Schützen. Und damit versuchen wir gleich mal ein bisschen durchzubrechen. Und wir können dann theoretisch auch noch einen Luftschlag anfordern. So, und das Gute ist, wir haben auch noch ein bisschen Verteidigungsstellungen hier, die quasi schon vom Spiel vorgegeben sind, sodass es quasi keine großen Rush-Taktiken und so weiter gibt. Und das hier ist unsere Frontlinie. Die versuchen wir dem Gegner ins Gesicht zu schieben und dadurch Punkte zu generieren. Je weiter die Frontlinie beim Gegner im Bereich ist, desto mehr Punkte bekommt man. Und im Laufe des Matches bekommt man immer wieder besondere Ziele zugewiesen. Das sind so kleine Flaggenpunkte auf der Karte. Und wenn man die dann einnimmt, kriegt man nochmal besondere, kriegt man nochmal mehr Siegespunkte sozusagen. Das heißt, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. So, jetzt achten wir aber als allererstes mal darauf, dass wir nicht so weit vorrücken. Weil es kann sein, dass uns hier auch direkt jetzt gleich ein Gegenangriff kommt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen verstecken wir unsere Infanterie hier so ein bisschen in dem Bereich. Und gucken erstmal mit unserem Panzer ein Stück weit vor, um zu checken, ob da alles fein ist. Aktuell sieht es jetzt gut aus. Jetzt schieben wir hier schon ein bisschen die Dinge jetzt nach vorne.
Da kommen schon die ersten Gegner, aber ich glaube, das ist kein Problem. Das sind nur einzelne Einheiten. Das sieht ganz gut aus. Die kriegen wir, glaube ich, weg. Ich werde aber mal meinem Kollegen hier, glaube ich, helfen. Der hat hier einen feindlichen Panzer stehen. Wobei, dem auch. Ja, der passt schon, das kriegen wir schnell hin. Da war gerade ein Gegner. Den müssen wir einmal davon abhalten, hier auf unsere Seite zu gehen. Das sind sogar zwei. Kriegt ihr das hin, Leute? Ja, kriegt das hin, oder? Kommt schon. Oh, das ist auch ein feindlicher Panzer. Aber mein Panzer hat den schon im Visier. Das ist sehr gut. Wichtig ist immer, Gegner ausschalten, damit die nicht nach vorne rennen und die eigene Frontlinie wieder nach vorne pushen. Okay, ich helfe meinem Kollegen hier mit einem kleinen Fliegerangriff. Da habe ich ein bisschen schlecht gezielt. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Ja, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. So. Damit wir hier nicht direkt draufgehen. Haut ab! Weg da, weg da, weg da! Was ist das? MG, okay. MG ist nicht so schön. Das MG muss ich einmal ausschalten. Du bist bestimmt irgendwo eine Pack oder so. Okay, komm, fahr bitte einmal kurz zurück. Ja, das ist ein G. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Rückwärtsgang. Leider ist jetzt gerade mein Flieger nicht mehr verfügbar, weil er wieder auftanken muss. Deswegen hören wir uns nochmal einen kleineren Panzer. Au! Was soll das denn? Werde ich hier mit Panzerfäusten beschossen? Was soll denn das? Okay. Einzelteil ist noch heile, aber der Panzer hat ein bisschen was abgekriegt. Das ist nicht so schön. Habe ich ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt. Okay. Zweiter Panzer ist unterwegs. Der kommt mal bitte auf die linke Flanke. Nicht so weit vorne, bitte. Nicht so weit nach vorne. Dankeschön. Ein Schütze oder was? Okay, wir haben eine bessere Deckung als der, glaube ich. Da ist mein zweiter Panzer. Der guckt mal, ob hier noch irgendwas ist, was wir ausräuchern müssen. Ich bräuchte eigentlich noch mal... Ich kann leider gerade nur einen Schützen hier erholen, weil ich nicht genug Punkte habe. Aber gut, dann soll der eine Schütze mal kommen. Der Panzer ist soweit noch fein. Der hat gerade eine Streifstreffer abgekriegt, glaube ich. Oh, das... Oh, das war richtig dumm von mir, gebe ich zu. Ist mein Flieger wieder da? Ja, mein Flieger ist wieder da. Gerade hat nämlich auch meinen zweiten Panzer zerfetzt. Das ist nicht gut, das ist nicht so gut. Ich hole mal einen Ersatzpanzer. Ich ziehe auch ein paar Raketen rein. Meine Güte, ich bin doch nicht so gut in diesem Spiel, Leute. Ich bin nicht so gut darin. Ja, das ist ähnlich vergleichbar zu dem Plasma. Es ist ein bisschen kleinteiliger und ein bisschen simulatorischer. Und ein bisschen, ist auf jeden Fall was für Leute, die gerne Dinge im Detail anpassen. Die gerne auf der taktischen Ebene, also wirklich bis auf einzelne Personen eines Squads, Befehle erteilen, um ihre Strategie umzusetzen. Und das macht es ein bisschen schwieriger zum Reinkommen, aber durchaus belohnender, wenn es funktioniert. So, machen wir wieder fertig da. Und Flieger ist erst in 7 Sekunden wieder da. Das ist natürlich jetzt das Problem. Ich habe zwar, das ist das Problem dadurch, dass ich die Panzer-Kompanie gewählt habe. Ich habe zwar am Anfang Panzer, aber die halten halt auch nicht so super viel aus, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und ich habe wenig Infanterieunterstützung dafür. Ich habe immer nur einen Trupp, der helfen kann. Und die spammen mich hier mit Infanterie zu. Und da kann ich leider gerade wenig gegen machen. Normalerweise spielt man das auch, glaube ich, mit noch mehr Spielenden auf dem Spielfeld. Ich habe jetzt nur eine kleine Runde genommen. Ich habe hier ein paar Leute. Damit man sich nochmal gezielter auf bestimmte Fronten konzentrieren kann. Und jetzt sieht man hier rechts, in 52 Sekunden kriegen wir den Befehl, diese Front quasi zu durchbrechen. Und dann muss mein Kollege hier nach vorne und muss hier dann eine Flagge einnehmen. Damit wir ein bisschen mehr Punkte bekommen. Aber jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen in die Verteidigung gehen und die, unsere Frontlinie hier halten. Das sieht nämlich gerade nicht so gut aus. Wo ist mein zweiter Panzer? Habe ich nicht gerade einen Panzer angefordert? Okay. Naja, jetzt ist die zweite Phase aktiv. Das heißt, wir können uns unseren Tiger schon mal holen. Den brauchen wir auch dringend. Und noch einen zweiten Luftschlag. Brauchen wir hier gerade noch irgendwo einen? Da können wir noch einen Luftschlag drauf schießen. Haben wir nichts. Und das funktioniert. Ah, das habe ich daneben. Ah, okay, ich werde mit Flak beschossen. Das ist nicht so schön. Aber wir halten ganz gut gegen hier erstmal. Hier werden wir jetzt leider gerade nichts machen können. Also ich würde meinem Kollegen jetzt nicht dabei helfen können, hier die Frontlinie zu durchbrechen, weil ich einfach nicht die Mittel dazu habe. Deswegen
Konzentrieren wir uns erstmal weiter auf unsere Flanke hier. Die ist schon umkämpft genug. Aber wir rücken hier ein bisschen mit vor. Mein Kollege hier scheint auch zumindest ein bisschen Infanterie dabei zu haben, was sehr gut ist. Und ich kümmere mich mal darum, dass dieser Panzer hier, der leichte Panzer, drauf geht. Ich habe jetzt hier einen Tiger. Mit dem sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Zack. Da ist der erste Panzer weg. Und hier stand noch eine Flak, die hole ich mir auch direkt. Weil die nervt auch ganz schön. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht selbst irgendwo noch erwischt werde. Okay, die Flak ist schon tot. Wir drehen uns mal nach da. Und da vorne ist noch eine Flak. Feuer frei. Bam! Weg mit euch. So einfach. So einfach geht das, Leute. So, jetzt muss ich mir Infanterie mal holen, damit die hier ein bisschen vorrücken. Damit wir ein bisschen was von der Frontlinie erobern können. Der Panzer kann auch mal weiter nach vorne. So. Und dann wisst ihr ungefähr, wie auch der Multiplayer-Modus funktioniert, liebe Leute. So einfach ist es. Ich habe jetzt gerade nur noch einen Punkt übrig, deswegen kann ich gerade nichts von Bedeutung noch aufs Schlachtfeld rufen. Das ist halt der Preis dafür, dass ich jetzt einen Tiger auf dem Schlachtfeld habe. Der war zu teuer. Aber der hilft auch viel. Und deswegen ist das auf jeden Fall hilfreich. Wir gucken mal, wie weit wir noch nach vorne rücken können. Hier haben wir jetzt leider wenig Deckung von unserer Infanterie. Aber, wir haben Gegner. Können wir noch einen Flieger? Wir haben keinen Flieger mehr gerade. Ja doch, wir haben noch einen leichten Flieger. Machen wir hier so hin. Halt, bleib stehen, Panzer. Nein, Hauptwaffe! Bleib stehen, nicht weiterfahren. Kette getroffen. Mein Panzer sieht gerade nicht so gut aus, fürchte ich. Der muss ich erstmal zurückziehen, zieh ich zurück. Ja, ich glaube, an dieser Stelle können wir dieses Match auch gleich beenden, denn es ist auch gleich Zeit, liebe Leute. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich glaube, das hat euch hoffentlich einen guten Eindruck darin gegeben, wie das Spiel denn aussieht. Wie gesagt, wenn ihr noch Bock habt auf die Beta, dann könnt ihr noch reinhüpfen bis zum Montag. Montag der 15. könnt ihr noch mitspielen. Einfach über die Steam-Seite. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wenn ihr natürlich Bock habt, dass es mehr von Man of War 2 gibt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, wenn ihr es hier bei YouTube seht. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Das würde uns sehr, sehr freuen. Mich speziell natürlich auch, damit ich hier noch mehr Strategiespielsachen spielen darf. Es freut mich immer sehr, wenn ich Strategiespielsachen spielen darf. Und genau, ansonsten guckt euch das Spiel gerne an. Link findet ihr jetzt gerade entweder im Chat oder dann in der Beschreibung. Spielt ein bisschen in die Beta rein, entweder in den Singleplayer oder ins Multiplayer. Und für alle Leute, die jetzt im Livestream sind, hier geht's jetzt weiter mit Du bist Bloodborne. Ich wünsche euch noch ein ganz fantastisches Wochenende, einen schönen Abend und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht es gut. Tschüss.